Wenn jemand Hacker ist, dann könnt ihr eigentlich direkt wegklicken und euch einen Strick schnappen und einen wackeligen Stuhl am besten gleich dazu. YouTube, was geht? Euer Assis mit der Back am Start zu einem neuen bombastischen Video auf dem VP Clan Channel. Bevor ich mit dem normalen Commentary anfange, wollte ich eigentlich nur kurz sagen, dass unser Co-Leader sich ja leider verabschiedet hat, der liebe Vanku, aus privaten Gründen. Also er hat halt relativ viel im Real Life zu tun gehabt oder hat noch und wollte auch noch seinen eigenen Channel jetzt mal auf die Reihe bringen. Und die Pflicht als Co-Leader im Clan ist ihm dann scheinbar zu viel geworden oder allgemein das Member-Sein oder Clan-Dingensens, Bumsens, ihr wisst schon, was ich meine. Ich wollte einfach nur sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich denke mal, die vermissen dich genauso sehr wie ich, Digga. Und ansonsten würde ich sagen, viel Glück von uns allen. Gameplay ist übrigens erspielt vom lieben Zombie. Es ist eine flawless 26er Gunstreak in MW2 mit der MP5K ACOG. Und an der Stelle sage ich nur Props an dich, Digga, weil jeder, der MW2 kennt, weiß auch, dass die MP5K mit ACOG nicht unbedingt leicht zu genießen ist. Und an der Stelle sage ich auf jeden Fall, guckt auf jeden Fall bei dem lieben Zombie vorbei. Und jetzt kommen wir auch mal direkt zum normalen Commentary. Ja. In dem Commentary wollte ich nur ein bisschen auf die ganzen Hacker und Modder eingehen. Kurz vorab, wer jetzt nicht genau weiß, was damit gemeint ist, Modder sind die Leute, die schreibt ihr auf Skype oder in Facebook an. Kannst du mir bitte für 10 Euro in Black Ops 2 eine 6er KD geben und alle Diamantwaffen? Und die Hacker sind die Leute, die trifft ihr meistens in den Black Ops 2 Lobbys und die töten euch einfach durch Wände oder schießen komplett daneben und treffen euch oder sehen euch durch Wände oder was weiß ich was alles. Oder schießen einfach nur und treffen, stehen einfach irgendwo rum. Das sind die Hacker. Und dazu wollte ich kurz ein bisschen was sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, ob der ein oder andere vielleicht Hacker ist. Wahrscheinlich Modder schon. Wenn jemand Hacker ist, dann könnt ihr eigentlich direkt wegklicken und euch einen Strick schnappen und einen wackeligen Stuhl am besten gleich dazu. Gibt's bei Ikea bestimmt ein. Müsst bloß ein paar Schrauben falsch einbauen, das passt schon irgendwie. Aber die Modder sind meiner Meinung nach eine eigentlich ganz coole Sache. Man braucht sie vielleicht nicht unbedingt, aber wenn sie da sind, ist es auf jeden Fall okay. Ich finde jetzt ein Unlock All oder sowas ist wirklich nichts Schlimmes. Da ist ja auf PS3, wie es mir jetzt schon aufgefallen ist, dass man sich einfach dadurch, dass man kein Gold bezahlen muss wie bei Xbox, ich habe ja by the way beides, dass man sich einfach mehr Accounts macht. Und wenn man da jedes Mal neu anfangen muss, fuckt es schon richtig ab. Da ist es schon geil, wenn man jetzt wie hier im VP-Clan 4, 5 Modder hat, da wo halt immer einer available ist. Und dann sagt man kurz, ey Digga, kannst du mir einen Unlock All machen? Man schickt ihm die Daten und schon läuft der ganze Hase. Oder auch bei Moddern finde ich ganz cool, wie bei meinem in Anführungszeichen Personal Modder. Wenn ich mit ihm spiele, dass wir in Lobbys reingehen und ich sag so, ey Digga, mach mal bitte Sniper Lobby. Und dann macht er halt, dass alle Leute Sniper haben und einen FOV-Changer, das heißt, dass man so eine Sicht hat wie auf dem PC und dann snipen alle und da hat jeder was davon. Das finde ich zum Beispiel ist auch eine richtig geile Sache. Das macht jedes Mal Spaß und hinterher kriegt man von der ganzen Lobby eigentlich auch immer positives Feedback. Und zu den Hackern gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich muss selbst sagen, ich habe auch schon mal gehackt. Ja, ich habe auch schon mal zu meinem Personal Modder gesagt, hey Digga, gib mir mal ein Mod-Menü, einfach um das mal auszuprobieren. Ich muss sagen, ich habe halt mit Aimbot gespielt und mit God-Mode. Es ist zwar schon mal cool, so eine Runde lang 150-0 zu spielen, ohne jegliche Anstrengung, aber ich sag mal, nach 2-3 Runden war dann der Spaß auch schon wieder vorbei und dann haben wir mit den Sniper-Lobbys weitergemacht. Ich weiß nicht, wem Hacken Spaß macht und wem nicht. Das ist auf jeden Fall jedem selbst überlassen. Ich kann nur sagen, denen, die wo Spaß macht, sucht euch ganz schnell ärztliche Hilfe im Sinn von Seelenklempner oder sowas. Und die Leute, die wo es noch nicht gemacht haben, lasst die Scheiße und probiert es einfach nicht. Es bringt wirklich niemandem was, außer euren Stats vielleicht, aber der Spielspaß geht dadurch kaputt. Nicht nur für euch, sondern auch für die anderen. Und an der Stelle hätte ich gesagt, lasst mir eure Meinung auf jeden Fall in den Kommentaren da. Boah, so ein Sprachfehler schon wieder. In den Kommentaren. Dann können wir vielleicht ein bisschen drüber schreiben oder so. Und ein Like wäre auf jeden Fall auch ganz geil. Und ansonsten sage ich, haut da rein.